Tag der offenen Tür beim Tennisclub SCC in Charlottenburg klar, dass sich da jung und alt an die frische Luft trauten, um bei sonnigem Wetter den gelben Filzbällen hinterher zu jagen. Doch nicht nur aktive Sportler, sondern auch die Besucher kamen hier voll auf ihre Kosten. Dass man viel spielen kann und geschminkt wird und hüpfen und springen kann. Und es schmeckt auch hier immer besser. Ja, für das leibliche Wohl war definitiv gesorgt. Und wenn auch die Gesichtsbemalung mitunter noch kritisch beäugt wurde, so war spätestens auf der Hüpfburg der Spaß für die Kiddies vorprogrammiert. Für die Tennisliebhaber gab es dann nicht nur ein von den Jugendspielern gebotenes Showmatch, sondern auch ein Weltranglisten-Showmatch, bei dem sich unter anderem die Schweden Marcus Eriksson und Fred Simonsson die Ehre gaben. Hier wurde Tennis vom Feinsten abgeliefert. Tennis beim SCC, da steckt meist mehr dahinter als eine bloße Mitgliedschaft. Dessen sind sich auch die Nachwuchscracks bewusst. Der bedeutet für mich sehr viel, weil er sehr viele Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln über die Mannschaften und auch der uns sehr gut fördert, unterstützt, mit ob es jetzt Gelder sind, Training oder andere Sachen. Ja, und der bedeutet sehr viel für mich. Und die Gründe, den Tennissport für sich zu entdecken, könnten nicht unterschiedlicher sein. Und dann hatten die Mädchen im Fernsehen so schöne Kleidchen an, immer. Und dann wollte ich halt auch mal so das ausprobieren. Also das ist so, dass meine Eltern führen hier die Gastronomie. Also ich bin hier mehr oder weniger reingeboren. Und dann bin ich halt zum Tennis gekommen, habe den Schläger in die Hand genommen und dann hatte ich Spaß. Wer einmal den roten Sand unter den Schuhen hatte, der ist vom Tennisfieber infiziert. Und bei den Rahmenbedingungen des TCSCC fällt es auch nicht schwer, am Ball zu bleiben. Und so ergeben sich große Ambitionen mit der Zeit von selbst. In der Zukunft möchte ich auf jeden Fall das Ziel haben, aufs College zu gehen, so wie mein Bruder. Und ja, dafür werde ich halt jeden Tag arbeiten. Wenn noch mehr rausspringen, dann freue ich mich natürlich, aber ich denke, College ist so ein realistisches Ziel, was man hat. Also ich würde schon mal gern vielleicht unter den ersten 50 kommen, also ins Fernsehen. Der Tennisclub SCC, ein Verein, eine Erfolgsgeschichte.